Hi! Willkommen im Würfel und Zucker. Benny und ich zeigen euch heute Quirli! Und falls ihr schon mal bei uns wart und es euch passiert ist, dass Benny euch bedient hat, dann könnte es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich sein, dass Benny euch dieses Spiel irgendwann auf den Tisch gelegt hat und gesagt hat, so, das Spiel das jetzt! Und es ist völlig großartig, weil es ist, ich finde, es trifft die perfekte Mitte zwischen absolut bescheuert und chaotisch und gerade deswegen spaßig, weil du dir denkst, was mache ich hier eigentlich? Das Spielkonzept ist quasi die abgegradete Version von 32, heb auf. Es ist nicht viel komplexer als das. Und zwar, es ist so, wir zeigen es euch. Ja, so sieht es aus. Wir haben 4 Kartenfarben und jeweils die Zahlen von 1 bis 13. Da sind auch noch Formen drauf, also blau hat immer ein Herz drumherum. Nee, und so. Nee, nicht immer. Ah nee, Quatsch, genau, die Formen sind anders verteilt, ja. Genau, und hier haben wir jetzt alle Farben mal gesehen. Hier ist dieses Magenta und das Gelb, hier waren Rot und Blau. Zufällig ausgesortiert, ausgeteilt gerade, Stapelgröße vollkommen random und so, also einfach nur wild auf den Tisch gelegt. Genau. Und ich spiele gelb. Nee, ich spiele nicht gelb, ich spiele natürlich lila. Du spielst rot oder blau? Ich spiele blau. Du spielst blau, okay. Also ich spiele lila, Benny spielt blau und wir spielen jetzt einfach. Ready, so, los set, geht's. Go. Wirklich? Du weißt schon, dass du bei der 1 anfangen musst, ne? Psst. Mhm. Hast du noch nichts gefunden? Doch, die 2. Du Sau, hast den Stapel doch weggepackt. Was ist mit dir eigentlich? Ah, wo hast du den hin? Ja. Hast du noch gesehen? Ist klar. Den Stapel hast du schon in der Hand. Du hast ihn ganz weit weggepasst. Das habe ich genau gesehen. Nee. Pech! Shit. Ah, hier ist die 13, ich habe die 12 immer noch nicht gefunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, das war das Spiel. Ich weiß immer noch nicht, wo diese 12 ist. Habt ihr alles verstanden? Wir haben einfach nur Karten sortiert. Wir haben einfach nur Karten sortiert. Und also wenn wir 2 machen, dann geht es eigentlich noch. Aber wenn es 3 oder 4... Wenn es 4 Leute gleichzeitig machen, ist halt einfach nur noch Chaos. Es ist absolutes Chaos. Es ist, und das Geile ist halt, normalerweise, wenn ich das einem Tisch gebe, dann lasse ich denen nicht genügend Zeit zwischen Erklärung und Bewertung des Gehirns, wie man das eigentlich gerade findet, was passiert. Weil sonst spielen die nicht. Mhm. Aber wenn du sagst, okay, ich erkläre euch jetzt das Spiel und ich warne euch schon mal vor, ihr werdet vermutlich gleich aufstehen müssen, wenn ihr gewinnen wollt. Denn im Sitzen, im Stehen geht das viel, viel besser. Mhm. So, und dann sage ich, wir haben hier im Grunde genommen nur die Karten von 1 bis 13 in 5 verschiedenen Farben. Ziel ist es, ihr guckt einen Stapel an, sucht die 1 raus bis zur 13. Los geht's. Und die gucken mich verwirrt an, aber dann geht's halt ab. Und das ist das Geile. Und es ist meiner Meinung nach das perfekte Warm-up. Es ist richtig schön bescheuert. Ich liebe es. Ja. Und wenn man das zu leicht findet, dann kann man sich auch auf Formen einigen. Und dann musst du tatsächlich nach Formen suchen. Das heißt, das hier wäre keine gelbe 12, sondern das wäre eine quadratische 12. Und das wäre eine runde 4. Und diese beiden Karten passen dann nicht zusammen, obwohl es halt die gleiche Farbe ist. Ne? So. Genau. Ja, das war Quirli. Und das ist leider nicht mehr so einfach zu kriegen. Ich glaube, es ist out of print. Aber wenn ihr das mal irgendwo seht, dann packt das ruhig ein. Genau. Für diejenigen, die es trotzdem haben wollen, es gibt die Version Quirli ABC. Mhm.
Und das ist im Grunde genommen ein Spiel mit einem sehr, sehr ähnlichen Mechanismus, mit Buchstaben, ja, mit verschiedenen Spielmodi. Mhm. Das ist allerdings das, was man sich dann anschauen kann, wenn man Interesse dran hat.